Na, hey, Schusch, Leute, willkommen zurück zuletzt bei Yu-Gi-Oh! Kapsel Monster Kolosseum. Wir haben hier das letzte Mal aufgehört, wo Pegasus einfach der König of Busting Nuts war. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Man hat mir übrigens gesagt, dass man nur in dem ein Gebiet Gegner skippen konnte. Beziehungsweise, dass man schon im zweiten Gebiet skippen konnte. Und hier jetzt wieder nicht, deswegen, ja. Müssen wir jetzt mal gucken. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was der Kerl auffährt. Ach du Scheiße. Okay, die Map sieht ziemlich straightforward aus, aber diese Säulen gefallen mir nicht. Ach du Scheiße. So trifft man sich wieder, Yugi. Hey, Pegasus. Pegasus. Ich dachte nicht, dass ich dir nochmal gegenüberstehen würde. Kriege, dieses Turnier scheint nicht wirklich vorhanden zu sein. Ich glaube nicht, dass dieser Kampf diesmal genauso ausgehen wird. Ich werde Rache nehmen, Yugi-Boy. Auf Yugi-Boy zu sagen. Das glaube ich nicht. Ich werde garantiert wieder gewinnen. Zeit für ein Duell. Kriegen wir keinerlei Bestätigung, warum Pegasus jetzt wieder da ist? Ich meine, ich dachte, wir haben hier ein Turnier am Laufen und nicht irgendwie so ein... Ach ja, komm noch mal so in den letzten Bereich rein. Hope you enjoy shit. Super, jetzt haben wir ein Problem. Oder er ist retarded. Das ist auch schön. Das trifft sich noch besser. So kann ich wenigstens nachgucken, was er hat. Ups, sorry. Licht, Feuer, Erde. Erde. Wind. Jesus. Hat der... Wie viel hat der? Ach du Scheiße. 9 Monster. Ich darf auch 9 mitnehmen. Ich habe 950 MP dafür. Und ich führe 9 Monster. Okay. Also, Starskorpion ist gar nicht so doof, weil er ja auch halt das hat. Das Gelängel. Du wirst mittlerweile... Na, du gehst eigentlich noch. Du kostest nicht viel. Und du hältst mittlerweile gut was aus. Also von daher... Der olle Zuverlässige. Natürlich. Ein finsternes Monster. Gegen seine Erdmonster. Ist gar nicht mal so doof. Babydrache. 4 haben wir noch. Und wir haben noch 600. Ich glaube, wir können mal wieder ein bisschen pricey gehen. Über das eine Feuermonster mache ich mir jetzt ehrlich gesagt wenig Sorgen. Also nicht genug Sorgen, um mir dafür ein Wassermonster mitzunehmen. Donner hat er nicht, also eigentlich könnten wir auch einen weißen Drachen mitnehmen. Wie bewegst du dich eigentlich? Stimmt, du hast ziemlich gutes Movement. Und du? Bist genauso gut. Crap. 303 ist auch nicht schlecht, aber er ist teurer als ein weißer Drache und bewegt sich weniger. Wir nehmen mal den weißen Drachen mit. Und ich würde auch sagen, schwarzes Magiermädchen, mittlerweile kann sie gut was machen. Aber wir haben, ich darf nicht vergessen. Nee, so nehme ich nicht mit. Es sei denn... Sie ist Erde. Bringt mir also gar nichts. Du bist mittlerweile richtig teuer geworden, aber auch sehr mächtig. Wir können es uns leisten. Gaia ist noch teurer. Alter. Scheiße, ist der teuer. Ich bin ganz ehrlich, ich will nicht mit 8 Monstern gegen ihn anfahren. Ich glaube, ich lasse den Chaosmagier lieber erstmal hier. Da er überwiegend Licht hat, ist das sowieso keine so gute Idee. Also lass mir ihn mal lieber hier und fahr ein bisschen günstiger. Du warst doch auch gar nicht mal schlecht, oder? Ja, du hast ganz merkwürdiges Movement, aber gutes Movement. Hältst aber nicht viel aus. Deswegen sage ich, ich lasse auch das Magiermädchen zu Hause, just in case. Ich habe irgendwie das Gefühl, Dunkelheitmonster werden jetzt hier... You know, man. Ich meine, der hält trotzdem eine Menge aus.
Das möchte ich ja nur mal so betonen. Das ist ein ziemlicher Beeflord. Ryukishin ist so eine Sache. Eigentlich, wenn der, ich glaube, wenn der ein oder zwei Level noch kriegt, dann kann ich den zu Ryukishin Macht entwickeln lassen. Ja, Kuribo, das Ding ist schwach dagegen und, ne, you know. Ein Krabbe? Warte mal, wie bewegst du dich? Quaps. Ach du Scheiße. Ich hab's mir anders überlegt. Scheiße. Ich meine, das ist der Punkt, wo die ganze Strategie steht und fällt. Komm, du hast uns eigentlich immer einen guten Job gemacht. Zwei haben wir noch und wir haben noch 270. Drachenfluch, komm. Einen habe ich noch. Ich kann mir noch 112. Wie nehmen wir denn da mal? Ich habe irgendwie nur richtig teuer und richtig Gülle. Oder ist Drachenfluch eine Scheiße? Drachenfluch ist eigentlich eine Scheißidee. Gazelle, du scheinst mir gar nicht mal so schlecht. Du hältst eine Menge aus. Finsternis hat er keine, also ist das gar nicht mal schlecht. Gucken wir mal, was können wir mit 111 noch anrichten? Nicht viel. Nightwane, vielen Dank fürs Followen. Weil sonst die Essentials haben wir drin. Ah. Na gut, dann. Ich meine, wir hatten das letzte Mal auch einen Kakerlaken, oder? Aber der hat nicht viel gebracht. Der wilde Kobold hat wenigstens noch. Der hat 320 Leben, also. Ja, okay. Let's do this! Ich kann sie nur so platzieren. Moment, heißt es, ich kann hier nicht von dieser Plattform runter? That would be fancy. So, auf unseren Flammenmäher müssen wir wieder aufpassen. Der darf nicht zu weit. Aber wir kennen das ja. Der hat schon anderes überstanden, ne? Babydrache. Ich packe mir mal hier hin. Habe ich gerade irgendwen mal, der sich diagonal bewegen kann? Nee, wieso bewegt ihr euch alle nicht diagonal, Mensch? Das ist alles ein bisschen problematic. Wow, Speedy. Die dunkle Hexe ist sowieso schnell genug. Und der weiße Drache als Backup. So, Pegasus. Bin ich ja mal gespannt, was du jetzt in deinem Rematch hast. Auf jeden Fall epische Musik. Let's do this. Ich duelliere. Sabbel nicht, Yugi. Sabbel nicht. So, ein Papageiendrachen. Haben wir schon mal geprügelt. Stalogagoto. Eine Steingotto Torike. Was ist das? Das ist mir in meinem Leben noch nie zu Gesicht bekommen. Er hat Lavas. Jigenbagu dann. Ich sehe jetzt noch nichts wirklich, wo irgendwo. Das Ding hier. Das Ding ist mir. Nani? Definitely zu weird. So, kommen wir erstmal auf den Punkt hier. Skelenge können wir gut an die Front schicken. Der hält eigentlich auch schon gut was aus. Genau wie den Stahlskorpion. Erstmal ein bisschen was rauskriegen hier. Oh, Mann. Rachen, sei frei. Sanustol. Okay. Ah, hier. Stimmt, ein Flammenmeer. Weißt du, der kostet so gut wie gar nichts, ne? Aber kaum sieht er irgendwie ein Monster, was er tatsächlich angreifen kann, bleibt es nicht auf dem bleibt es nicht stehen. Mal sehen, wie gut du wirklich bist, mein kleiner Yugi. Oha. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, und das fiel zuerst raus. Was mehr aussieht wie Shakumon, wenn ich jetzt mal so ehrlich bin. Für diejenigen, die jetzt noch wissen, wer Shakumon ist, good thing. So, let's see. Ich werde. Sabbel nicht, Yugi. Was bist du? Du bist ganz schön flink.
Ich hab keine Ahnung, was du sein sollst. Okay. Fair enough. Hm, jetzt erwarte, dass hier mit den Feldern irgendwie gespielt wird. Probably later. Sogar Sel können uns noch sehr schnell sehr nützlich werden. Das könnte echt noch fancy werden hier. Und dich lassen wir so. Und gut. Ja, ich bewege sie lieber jetzt einmal ein bisschen nach vorne, bevor wir wieder... Na, you know. Ich meine, das Feld ist ziemlich straightforward bislang. Sieht mir einfach nur nach einem großen Schlachtfeld aus, mehr nicht. Ich muss sagen, Pegasus war auch schon in seinem ersten Match keine Herausforderung. Ich meine, wir hatten ihn sogar besiegt, ohne wirklich große Verluste hinnehmen zu müssen. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ich darf nicht wieder so, ne? Nicht wieder so rumdümpeln wie das eine Mal. Komm, dich auch. Schneller bist du denn da? Und dann gucken wir mal. Shit, ganz vergessen. Ryukishin dahin zu schicken gegen ihn hier wäre dämlich. Die Felder hier aufgebaut sind, da muss ich noch ein bisschen hinterkommen. Nein, mach das richtig. Was ist das? Wie bewegst du dich? Du bewegst dich gerade und du auch gerade. Das heißt, ihr beide müsst schon mal einen Zug damit verschwenden, jetzt um diese Säule rumzukommen. Aber du hast so ein ekelhaftes Angriffsmuster. Einmal erzählt, wie sehr ich dieses Angriffsmuster hasse. Dieses Angriffsmuster von denen, es ist so unglaublich weird. Warte mal, er kann ja nicht rüber hopsen, ne? Ja, die sind unüberspringbar. Das heißt, wenn er hier hingeht, warte mal, jetzt könnte er hier, dann darf ich da hin. Ich gehe mal mit ihm hier hin. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Ach shit, der Dings kostet zu viel, ja. Gut. Ich fürchte dich nicht, Pegasus. Du bist Zug. Zumal er sich da ziemlich zugeparkt hat gerade noch. So, Lavas ist frei. All seine Monster sind jetzt frei. Oh nein, es ist Torike. Und er läuft genau... Echt jetzt? Es kann sein, dass ich dann... Nee, der hat genug Backup. Ich könnte Ryukishin dahin jagen. Aber das wäre sein Todesurteil. Wenn ich das machen würde. Plus, wenn ich ihn dahin schicke, ich würde nicht mal wirklich Schaden drücken an ihm, wa? Nur mal, um zu testen. Okay, das lassen wir. Okay. Wo, nö. Scheiße. Okay, ihr habt's begriffen. Du kannst ja auch noch super viel bewegen. Was ist mit dir kaputt? Alter, Verwalter. 1, 2, 3, dann steht er da. Da, wo ich jetzt stehe, bin ich in Gefahr. Gehen wir mal hier hin mit ihm. Und ein bisschen mit Gazelle nach. Bin ich hier safe? Ja, höchstwahrscheinlich. Okay. Halt.
Spezial? Was war nochmal deine Spezial jetzt? Wenn man ja Feuerrate, Landform, Tempulsreich, Wörter. Ach ja, stimmt ja, er kann sich noch mehr buffen. So. Lassen wir ihn erstmal ein bisschen rankommen. Das ist, glaube ich, die beste Entscheidung, die wir machen können. Seine Viecher, ne? I don't like it. Hier bin ich noch sicher. Okay. Ich muss hoffen, dass er da sein Kram ein bisschen auflöst. Weil jetzt gerade ist er... Hat er sich da echt geklumpt. Ist immer schwer, sowas... Da den Überblick zu behalten. Okay, das macht nichts. Das hält er ja aus. Zumal ich jetzt gleich mit dem Babydrachen Gegenangriff starten kann. Oh shit, sogar andere Boss-Gegnermusik. Alter, was bist du? Du siehst echt aus wie Shakumon. You know that one Digimon? Du kannst gerne auch aufhören, deinen Dick nach mir zu werfen. Das ist echt unhöflich, sowas. Ja, Babydrache hält sowas aus. Das Gute ist, jetzt hat er den... Ja, dieses Vieh hat er jetzt ziemlich offen dargelegt. I like that. Alter, der Rest ist so verklumpt bei ihm. Alter, wie eine schlecht gemachte Soße. So, let's see. Mit Skelengel könnte ich mich hierhin bewegen und könnte angreifen. Das würde... nicht viel bringen. Ja gut, Licht trifft auf Licht. Das macht irgendwo Sinn. Ich lass dich mal kurz da. Du bewegst dich so. Du bist also gerade wertlos für den nächsten Zug. Du bewegst dich diagonal und greifst auch diagonal an. Ja. Das heißt hier... Das Gute ist hier mit den Feldern, es ist easy zu tracken, wo die Angriffe hingehen. Davon mal abgesehen. Shit, ich kann nicht gegen angreifen. Ich bin zwar stark auf dem Feld hier, aber ich kann nicht gegen angreifen. Okay, to be honest, Gazelle, du gehst mir gerade jetzt schon auf den Sack. Alter. Oh Gott, Alter. Was mache ich mit dir nur? Ich komme hier gerade nicht in Position für irgendwas. Das ist frustrierend as fuck. Auf dich muss ich aufpassen. Der hat sich da echt schön hingestellt mit dem Ding. Da kann ich nicht viel machen. Und das geht mir hart auf den Sack. Aber gut. Ist besser als gar nichts. Vielleicht lässt er dann mein Babydrachen in Ruhe. Es sei denn, ich kann ihn dazu bringen, noch näher zu kommen. Das wäre natürlich nice. Um Gazelle habe ich jetzt mal ehrlich gesagt keine Angst. Ich meine, das Ding hat 315 Leben, also das hält so ein paar Treffer aus. Mein Flammenmeer jedoch, ne? Der wäre genau in Reichweite. Also gehe ich mal weg. Ryukishin. Du bist gerade... Du stehst gerade richtig an der Zapfsäule. Geh mal hier hin. Kann er meinen Goblin angreifen? Nee, passt von den Formen her nicht. Wir ziehen mal noch hier hin. Und Starscorp. Ja, wir müssen mal ein bisschen gucken. Weil das ist gerade Problem. Mhm. Oh shit. Now I understand. Jetzt verstehe ich, wozu das gut ist.
This is not good. Ich kann die Felder bestimmen. Fuck. Now I'm in big trouble. Ja, super. Und ich habe natürlich die Felder da, die mir Jack Shit bringen, ne? Was habe ich da? Ich habe Donner. Ja, geil. Für mein eigenes Donnermonster. Weißt du, alles, was gut tut, hat er. Das ist aber wieder typisch. Aber ich kann auf Darkness gehen. Um die anderen für ein paar meiner Monster mal ein bisschen zu bevorteilen. So ganz spiele ich ja nun nicht nach deinen Regeln, Pegasus. Oh, warte, ich kann direkt angreifen sogar. Sogar sehr gut. Das machen wir auch. Ja, und Depp, das hätte ich direkt sehen müssen. Dive Kick! Das ist nicht schlecht. So, wie machen wir. Wie fahren wir fort? Ja, du kannst ja nicht über dieses Ding springen. Wenn ich hier. Warte mal, du kannst dich viel bewegen. Aber du kannst nur diagonal angreifen. Wenn ich also hier hingehe, ist er safe. Und damit setze ich das Vieh für die nächste Runde schachmatt. Da kann er mir nichts. Goblin. Dich lasse ich erstmal in Safe City. Das ist immer noch ziemlich wertlos. Er hat Lavas. Das darf ich nicht vergessen. Lavas ist, ne? Aber kann sich hier nicht viel bewegen. Das ist ein bisschen Minus. Wie viel macht das? Fast nichts. Ich könnte hier hin. Bin immer noch safe. Und könnte gar nichts tun. Alter, es ist, als würde ich ihn mit Wattebällchen beschmeißen. Ich könnte aber auch hierhin für den Boost Lavas blockieren und guten Schaden drücken. Weil er kann nur diagonal angreifen. Also er kann auch nirgendwo hin. Er kann nur nach vorne. Es sei denn, er bewegt seinen anderen Kram da vorher weg. Er kann mir auch nichts anhaben, weil er nur diagonal angreifen kann. Du kannst, ja gut, du könntest mich angreifen, aber ich glaube jetzt nicht, dass Licht gegen Licht so das große Problem darstellt. Und dich sehe ich jetzt auch nicht als große Gefahr. Wir hauen mal Lavas gut eine rein. Es gibt uns schon mal so einen kleinen Lead. So, das war das. Ich könnte natürlich auch. Wieso kann ich da nicht. Kann er nicht angreifen? Das wäre aber nicht fair. Warte mal, du bewegst dich 2 und 2. Halt. Halt, halt, halt. Hohoho, you're gonna die, kid. You're gonna die. Ja, pure domination. Sehr schön, gut. Ist auch noch relativ sicher sogar. Hey. Oh nein! Ich kann es nur immer wieder betonen. Das ist das erste Monster, was wir bekommen haben. Was wir tatsächlich freigeschalten haben. Just saying. So, warte mal. Wo brauchen wir denn jetzt mal. Dich schicken wir hier hin und dann straight durch. Ja, gut, ich bin leer. Das ist okay. Schon mal ein Vorsprung. Warum gehst du auf Erde? Du hast literally ein Erdemonster.
Und das ist so, er hat schon einiges einstecken müssen. Easy. Kein Problem. Noch ein Opfer für den Flammenmeer. Pass auf, wie der das Ding gleich wegsöselt. Oder auch nicht. Er lebt! Er lebt in dir! Oh shit! Ich habe immer noch eine Chance. Ja, und die ist sogar sehr real, mein guter Yugi. Das Gelänge. Au! Das wird wehtun. Okay, aber wir haben ihn jetzt ein bisschen an den Eiern. Auch wenn ich das bei Pegasus eigentlich so nicht sagen möchte. Niemand stoppt den Flammenmeer. So sieht's aus. So. Oh, Killerns Gelänge. Nö, kriegt er immer noch nicht. Dafür aber kann der Babydrache gleich einsammeln. Ja, das Gelänge hält so krass viel aus eigentlich. Oh, aber Torike kann durch, ne? Nee, der kann nicht. Der hat nicht genügend Angriffsreichweite. Ah! Du Mond! Ist es Zeit? Nein, es ist noch nicht Zeit. Oh, was? Was ist das denn? Ist das Blasphemie, die ich da spüre? Let me check something. Wenn ich dich so angreife. 64, da geht er für den Kill. Du machst an ihm so gut wie gar nichts. Das habe ich mir sogar fast schon gedacht. Und... Ne, warte, Lavas hat nur einen Angriff Reichweite, ne? Halt! 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 Halt, 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 halt. Ein, das heißt, er kann hier... Er kann sich zwei und einmal bewegen. Das heißt, wenn ich mich hierhin bewege... Kann Lavas zwar dahin, aber er kann mich so oder so nicht angreifen. Nice. Und ich zwinge ihn dazu, mal ein bisschen umzudenken. Und es ist Erfahrung für unseren Starskorpion. Umso besser. Das könnte gerade nicht besser laufen. Und jetzt kriegst du auf die Nase. Ravage them! Sehr schön. So, weiter im Text. Mit dir können wir hier hin. Das ist sogar ein guter Bonus und wir können angreifen. Wir gehen dann für den Kill. Aber mal gucken, können wir da vielleicht noch was anderes rausholen? Können wir das vielleicht auch machen, ohne jemanden zu opfern? Der Babydrache musste... Oh, du machst überhaupt nichts, meine Lady. My lady, you do jack shit.